In wenigen Wochen läuft die Frist zur Abgabe der Feststellungserklärung für die neuen Grundsteuerwerte aus. Deshalb will ich dir in diesem Video eine kurze allgemeine Anleitung geben, wie du deine Grundsteuererklärung in Elster Online erstellen und elektronisch übermitteln kannst. Bevor wir loslegen, aber eine ganz wichtige Anmerkung. Alles, was mit dem Thema Grundsteuer zu tun hat, ist unglaublich groß gefächert. Es gibt ganz unterschiedliche Gebäudearten, Bewertungsverfahren, teilweise auch besondere Regelungen für bestimmte Bundesländer. Es ist also unmöglich, auch nur ansatzweise dieses gesamte Thema mit all seinen Facetten in einem einzelnen Video unterzukriegen. Deshalb werde ich in diesem Video nur ein einfaches Einfamilienhaus vorstellen, das nach dem Bundesmodell bewertet wird, das die meisten Bundesländer auch anwenden, damit du mal eine Vorlage hast. Du wirst aber wahrscheinlich, je nachdem wie dein Fall gestrickt ist, trotzdem natürlich noch einige Anpassungen vornehmen müssen und versuchen müssen, dich dann auf Basis dieser Grundlagen aus diesem Video zurechtzufinden. Ich werde aber an den passenden Stellen noch einige Ergänzungen treffen, damit du dich also auch außerhalb dieses Beispielsfalls und auch in der Software Elster Online allgemein ganz gut zurechtfinden wirst. Die meisten Fragen zu dem Thema werden wohl auch zu konkret auf einen bestimmten Einzelfall bezogen sein. Deswegen werde ich bei diesem Video wahrscheinlich nur sehr wenige Fragen beantworten können. Wenn dir das Video gefällt, dann lass gerne ein Like und ein Abo da und abonniere auch mit dem Link in der Beschreibung meinen wöchentlichen E-Mail-Newsletter, in dem ich dir jede Woche coole Steuertipps und Infos veröffentliche. Bevor wir anfangen, die Steuererklärung zu erstellen, will ich dir noch einen kurzen Einblick geben, worum es bei dem ganzen Thema Grundsteuer überhaupt geht. Warum macht man das überhaupt? Bislang bemessen sich die Grundsteuern auf sogenannten Einheitswerten. Diese Einheitswerte basieren auf sehr alten Wertverhältnissen, nämlich auf den Werten von 1964 für die alten Bundesländer und 1935 für die neuen Bundesländer. Die Idee hinter den Einheitswerten war damals, als man sie eingeführt hat, dass man eine erste Feststellung zu den eben genannten Jahresdaten trifft und die dann immer wieder fortschreibt. Man hat aber seinerzeit festgestellt, dass der Arbeitsaufwand zu hoch war und deshalb die Fortschreibungen nie vorgenommen, sodass also die Grundsteuern seitdem immer auf diesen uralten Werten beruht haben. Das Bundesverfassungsgericht hat dann jetzt im Jahr 2018 entschieden, dass diese Werte und diese alten Wertverhältnisse zu alt sind, um sie für eine Steuerbemessung zu verwenden, weil sie einfach zu großen Verzerrungen führen können. Aus diesem Grund wurde dann die heutige Grundsteuerreform erlassen, nach der die Grundsteuern in Zukunft anhand neuer Werte bemessen werden sollen, den sogenannten Grundsteuerwerten. Diese müssen jetzt neu festgesetzt werden. Dafür müssen also Grundstückseigentümer Erklärungen abgeben, die dann von den Finanzämtern überprüft werden und zu einem Feststellungsbescheid letztlich führen. Da eine Bewertung immer auf einen bestimmten Stichtag vorgenommen werden muss, hat man sich für den 01.01.2022 entschieden. Auf diesen Tag muss also jetzt bewertet werden. Damit den Verwaltungen aber noch genug Zeit bleibt, dauert es bis zum 01.01.2025, bis die neuen Werte dann tatsächlich bei der Bemessung der Grundsteuern herangezogen werden. Man hat dann den Grundstückseigentümern eine Frist von nur wenigen Monaten eingeräumt, bislang bis 31. Oktober 2022. Es wird gerade diskutiert, ob man diese Frist verlängern möchte. Aber zumindest nach heutigem Stand, an dem ich das Video aufnehme, ist das Ganze noch nicht beschlossen worden. Gleichzeitig lässt sich die Finanzverwaltung dann aber eben auch über 2 Jahre Zeit, um die Erklärungen, die wir erstellt haben, quasi freizugeben. Was man davon halten kann, sei jetzt mal jedem selber überlassen. Auf diese neuen Grundsteuerwerte wendet dann die Kommune einen sogenannten Hebesatz an, der zur festzusetzenden Grundsteuer führt. Da die Werte zum 01.01.2022 natürlich deutlich höher sind als die Werte von 1964 oder 1935, würde bei gleichen Hebesätzen eine viel höhere Grundsteuer entstehen. Aus dem Grund sind die Kommunen dazu aufgefordert worden, die Hebesätze ab dem 01.01.2025 entsprechend zu senken, damit das Grundsteueraufkommen insgesamt ungefähr gleich bleibt. Angeblich sollen sich die Grundsteuerbelastungen für die meisten Eigentümer aufgrund der neuen Werte also nicht nennenswert ändern. Ich persönlich habe aber Zweifel daran, dass die Kommunen das 1:1 so umsetzen. Ich denke, man wird die Hebesatzanpassung schon so austarieren, dass in der Summe etwas mehr Geld in der Kommunalkasse verbleibt und dies dann mit den Folgewirkungen von Pandemie, Ukraine-Krieg oder anderer politischer Ereignisse, die noch kommen mögen, begründen. Jetzt willst du natürlich wissen, was du konkret machen musst, beziehungsweise wie dieser neue Grundsteuerwert für dein Grundstück ermittelt wird.
Da ich hier nur einen Fall beleuchten kann, möchte ich dir noch vorab ein paar theoretische Basics zeigen anhand des Gesetzes, damit du auch außerhalb dieses Videos und außerhalb dieses Falls, den wir uns anschauen, einigermaßen zurechtkommst. Es gibt das sogenannte Bewertungsgesetz. In diesem Bewertungsgesetz ist geregelt, wie die neuen Grundsteuerwerte berechnet werden müssen. Das Bewertungsgesetz gilt aber nur für das sogenannte Bundesmodell, das aktuell nur einige Bundesländer anwenden. Die Bundesländer, die nicht das Bundesmodell anwenden, haben eigene Modelle, deren Bewertung in entsprechenden Landesgesetzen niedergeschrieben ist, die du dann im Zweifel zu Rate ziehen müsstest. Auf diese anderen Modelle gehe ich hier in dem Video nicht ein. Ich habe dir hier jetzt einfach mal das Inhaltsverzeichnis des Bewertungsgesetzes mitgebracht und zeige dir, was daraus wirklich wichtig ist, was die Basics sind, die man verstanden haben sollte. Also das ist das Bewertungsgesetz. Ich sage mal, die ersten Paragraphen interessieren uns jetzt für dieses Video gar nicht. Und dann kommt eben hier ab dem Paragraphen 218, da geht es quasi los, Überschrift Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 1. Januar 2022. Und da gibt es jetzt hier unter Allgemeines erstmal so ein bisschen die allgemeinen Regelungen, die ich gerade schon so ein bisschen erläutert hatte, also dass wir auf den 01.01.2022 eine Feststellung machen müssen, dass du, wenn du zum Beispiel in 2023, 2024 oder wann auch immer anbauen würdest, dass du dann unter bestimmten Umständen entsprechend nochmal eine neue Feststellungserklärung machen müsstest, weil sich ja der Wert des Gebäudes verändert. Also die allgemeinen Spielregeln zu dieser Grundsteuerreform, die sind quasi hier in diesen ersten Paragraphen genannt. Dann gibt es Sondervorschriften für land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Das machen wir heute aus Zeitgründen auch nicht. Und dann geht es ab dem Paragraphen 243 los mit dem Thema Grundvermögen, also sprich mit deinem privaten Einfamilienhaus, mit einem vermieteten Haus, ja, mit was auch immer, jedenfalls mit Vermögen, was nicht land- und forstwirtschaftliches Vermögen ist. Es geht hier los mit unbebauten Grundstücken. Ja. Da wird also erstmal definiert, was ist ein unbebautes Grundstück und wie wird das bewertet. Das ist relativ einfach. Wenn du irgendwo ein unbebautes Grundstück hast, Bauland, wo sich kein Gebäude drauf befindet, ist das insofern relativ einfach, als dass man einfach rechnen muss, Grundstücksfläche mal Bodenrichtwert ergibt den Bodenwert und damit ist das Thema fertig. Also unbebaute Grundstücke sind relativ entspannt in der Bewertung. Hier geht es dann los mit den bebauten Grundstücken. Und das ist auch im Prinzip das, was wir uns anschauen. Also im 248 wird erstmal definiert, was ist überhaupt ein bebautes Grundstück? Ein Grundstück, auf dem sich benutzbare Gebäude befinden. Der 249, der definiert, was gibt es denn für Grundstücke? Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, sonstige bebaute Grundstücke, Mischgrundstücke. Also da gibt es verschiedene Varianten. Und der 250, der sagt uns dann, nach welchem Bewertungsverfahren die entsprechende Grundstücksart bewertet wird. Und die folgenden Paragraphen, die dann kommen, die beschreiben, wie dann das sogenannte Ertragswertverfahren und wie das sogenannte Sachwertverfahren funktionieren. Schauen wir mal in 249 rein, die Grundstücksarten. Da sagt der Absatz 1, bei der Bewertung bebauter Grundstücke, da wird unterschieden in Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, Wohnungseigentum, Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzt, sonstige bebaute Grundstücke. Und die nächsten Absätze, Absatz 2 bis Absatz 10, die definieren jetzt, was ist das überhaupt? Ja, also Beispiel, Einfamilienhäuser sind Wohngrundstücke, die eine Wohnung enthalten und keine Eigentumswohnung sind. Ein Grundstück gilt auch dann als Einfamilienhaus, wenn es zu weniger als 50% der Wohn- und Nutzfläche zu anderen als Wohnzwecken mitbenutzt wird und dadurch die Eigenart als Einfamilienhaus nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Beispiel, du hast ein Einfamilienhaus und dahinter hast du vielleicht noch einen Schuppen, eine Werkstatt, eine Garage stehen oder was. Wenn das weniger als 50% der Wohnfläche wären und man, wenn man sich da vorstellen würde, vor das Haus sagen würde, das ist immer noch ein Einfamilienhaus, dann wäre das dann nach dieser Definition ein Einfamilienhaus, obwohl da dann noch ein Schuppen draufsteht. Und so findet man jetzt hier in den folgenden Absätzen dann noch entsprechend weitere Nummern. Springen wir mal in den nächsten Paragraphen rein, 250 Bewertungsgesetz. Und dieses Bewertungsgesetz kennt jetzt zwei verschiedene Verfahren, hatte ich eben schon mal kurz angedeutet. Das eine ist das sogenannte Ertragswertverfahren, das andere ist das Sachwertverfahren. Und in einzelnen Nummern sieht man, welches Grundstück jetzt nach welchem Verfahren bewertet wird. Also wir schauen uns in diesem Video ein Einfamilienhaus an. Das steht hier in der Nummer 1, das heißt, das läuft nach dem Ertragswertverfahren.
Wenn wir jetzt vielleicht ein sonstiges bebautes Grundstück hätten, also irgendein Grundstück und da steht nur eine Garage drauf oder so, dann wäre das ein sonstiges bebautes Grundstück, dann wären wir im Sachwertverfahren entsprechend drin. Was heißt das jetzt? Nur mal wirklich ganz oberflächlich gesprochen. Das Ertragswertverfahren, da wird ein Immobilienwert ermittelt auf Basis dessen, was ich mit der Immobilie verdienen kann. Das heißt, es wird also geschaut, wie viel Miete könnte ich mit diesem Einfamilienhaus erzielen. Und auf Basis dieser Miete wird dann der Wert ermittelt. Also es ist im Prinzip so eine Art renditebasiertes Bewertungsverfahren. Beim Sachwertverfahren schaut man nicht darauf, wie viel Miete kann ich mit der Immobilie erzielen, sondern man schaut sich nur die Bausubstanz an und überlegt, wie teuer wäre es, dieses Gebäude nach den Maßstäben entsprechend herzustellen. Wie viel ist das Baumaterial wert? Deswegen eben auch Sachwert, man schaut da nur auf die Sache. Ertragswert, man schaut nur auf die Rendite. Das sind die zwei Verfahren. Wie das geht, steht im Einzelnen in den folgenden Absätzen drin. Da werde ich 2-3 Worte verlieren, wenn wir uns gleich das Beispiel anschauen. Kann ich jetzt aber in dem Video nicht zu tief einsteigen. Bevor wir jetzt zu meinem Beispielsfall kommen, will ich noch kurz auf die vorhandenen Softwarelösungen eingehen. Die Finanzverwaltung stellt Elster Online kostenlos zur Verfügung. Das heißt, mit diesem Tool kann jeder seine Grundsteuererklärung machen. Das Problem an Elster Online ist, dass es ziemlich technisch ist. Also man füllt im Prinzip per Online-Eingabemaske die Originalformulare aus, wie man sie auch vielleicht schon von der Einkommensteuererklärung von früher kennt. Das macht die Sache relativ kompliziert. Weil diese Lösung aber für alle kostenlos ist, werde ich das Beispiel heute mit Elster Online machen. Dann kannst du Schritt für Schritt folgen und brauchst auch nicht zwingend, dir irgendeine Software anzuschaffen. Ich will aber trotzdem erwähnen, dass es neben Elster Online auch diverse kostenpflichtige Anbieter gibt. Die Stiftung Warentest hatte vor kurzem Wieso Grundsteuer aus dem Hause Buhl ausgezeichnet. Jeder, der Wieso Steuer vielleicht auch von der Einkommensteuererklärung kennt, der weiß mit dem Namen was anzufangen. Ich habe das Tool persönlich nicht getestet, ich habe meine Erklärung mit Elster Online gemacht, kann also nichts selber dazu sagen, aber ich bin mir sicher, und so steht es auch im Testbericht der Stiftung Warentest, dass es mit Wieso Grundsteuer ziemlich einfach sein wird oder jedenfalls einfacher als mit Elster Online seine Erklärung zu erstellen und dass die Eingabemasken auch nicht so technisch aussehen, sondern dass man eher Schritt für Schritt durchgeführt wird. Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du mit Elster Online jetzt nicht zurechtkommst oder gleich bei unserem Fallbeispiel denkst, oh mein Gott, was ist das, dann würde ich dir empfehlen, Wieso Grundsteuer einfach mal auszuprobieren und dir diese Lösung anzuschauen. Bevor wir das Beispiel jetzt in Elster Online anlegen können, brauchen wir erstmal einen Elster Online Account. Vielleicht hast du diesen Account ja auch bislang noch gar nicht, dann müssen wir den auf jeden Fall anlegen. Den brauchst du auch, wenn du ein kostenpflichtiges Tool nutzen willst, weil über die Elster Schnittstelle die Erklärung dann letztlich elektronisch übermittelt wird. Ich habe zuletzt einen Short gemacht, da habe ich in 60 Sekunden gezeigt, wie man sich in Elster Online registriert. Den Link dazu packe ich dir in die Videobeschreibung, also falls du noch keine Registrierung hast, da gerne mal reinschauen. Schauen wir uns jetzt mal das Beispiel an. Wir haben ein Einfamilienhaus, wir haben 1000 Quadratmeter Grundstücksfläche, wir haben 150 Quadratmeter Wohnfläche und das Einfamilienhaus wurde im Jahr 1995 gebaut. Diese Angaben, die muss man kennen. Also das Thema Grundsteuererklärung ist vor allem ein Thema des Datensammelns, dass man sich also seine ganzen Ordner raussucht, rumkramt, welche Voraussetzungen hat jetzt mein Haus, wie groß ist das Haus. Die Arbeit kann einem auch keiner abnehmen. Es gibt teilweise, je nachdem, welche Software man benutzt, auch die Möglichkeit, da digitale Abfragen zu machen und dergleichen. Aber in jedem Fall braucht man diese Angaben. Den Bodenrichtwert, der beträgt in meinem Beispiel jetzt 100 Euro pro Quadratmeter, der steht wahrscheinlich auf den Briefen drauf, die du vom Finanzamt bekommen hast. Also die Finanzämter, das ist aber auch von Bundesland zu Bundesland teilweise auch ein bisschen unterschiedlich. Die Finanzämter schicken einem in der Regel schon ein Blatt Papier mit ein paar Infos. Da steht meistens das Einheitswert-Aktenzeichen drauf, da steht die Flurnummer, die Flurstücknummer drauf. Und da steht eben auch zum großen Teil der Bodenrichtwert drauf. So kenne ich es jedenfalls von den Briefen, die im Bundesland Rheinland-Pfalz, wo ich herkomme, rausgegangen sind. Ich gehe mal davon aus, dass das in den anderen Bundesländern entsprechend gehandhabt wird. Wenn du diesen Bodenrichtwert nicht kennst, weil er in diesen Schreiben der Finanzverwaltung nicht angegeben ist, dann hast du die Möglichkeit, online diese Bodenrichtwerte abzufragen. Da gibt es also für jedes Bundesland eigene
eigene Datenbanken für. Da würde ich einfach mal in der Suchmaschine deiner Wahl eingeben, Bodenrichtwert und dann der Name deines Bundeslands. Dann wirst du das finden. In Rheinland-Pfalz nennt sich das boris.rlp. Da kann man seine Adresse eingeben und findet dann entsprechend die Bodenrichtwerte. Hier haben wir jetzt Ehegatten. Beide sind Eigentümer, jeweils zu 50%. Und das Grundstück liegt in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz wendet das Bundesmodell an. Deswegen kann ich dir dieses Video hier anbieten. Und wir brauchen jetzt in dem Sinne hier gar nicht viel rechnen. Wir müssen jetzt nicht selber ausrechnen, wie hoch ist jetzt hier dieser Gebäudewert nach dem Ertragswertverfahren. Wir müssen im Prinzip nur diese Daten jetzt in die Steuererklärung eintippen und daraus berechnet sich dann eben automatisch dieser Gebäudewert. Das machen wir jetzt. Ich wechsle zu Elster und dann zeige ich dir, wie man das Ganze machen würde. Das Erste, was man machen muss, man muss sich in Elster Online einloggen. Und wenn man das getan hat, dann sieht die Startseite in der Regel so aus. Jetzt müssen wir ein neues Formular anlegen für diese Feststellungserklärung. Wenn du mehrere Grundstücke hast, dann musst du für jedes Grundstück eine eigene Steuererklärung anlegen. Das mache ich, indem ich jetzt einfach mal auf meine Formulare klicke und dann sage neue Formulare starten. Hier gibt es jetzt den Unterpunkt Grundsteuer. Da gibt es die Bundesländer, die nicht nach dem Bundesmodell bewerten, also Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, und alle anderen Bundesländer, die nach dem Bundesmodell bewerten, die haben quasi einen konsolidierten Bereich oder ein konsolidiertes Formular. Das ist jetzt hier in Rheinland-Pfalz der Fall, da läuft es nach dem Bundesmodell, heißt, da würde ich jetzt sagen, Grundsteuer für andere Bundesländer. Und hier ist auch nochmal aufgezählt, welche Bundesländer das sind, die dieses Bundesmodell, was wir uns gerade angeschaut haben, anwenden. Ich klicke auf Weiter und finde jetzt hier diese Anlagenauswahl. Hauptvordruck ist klar, den brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche aber auch die Anlage Grundstück. Also die können wir auch direkt mal anklicken. Hauptvordruck, da geht es um die allgemeinen Angaben. Wer bin ich? Wem gehört das Grundstück? Auf der Anlage Grundstück, da geht es dann eben um das Grundstück. Also die brauchen wir auf jeden Fall. Dann klicken wir auf Weiter. Und jetzt sehen wir schon, hier geht's los, Startseite. Es gibt in Elster Online immer die Möglichkeit, auf dieses Menü hier zu klicken und dann sieht man chronologisch strukturiert, wie diese Eingabemaske aussieht. Finde ich persönlich immer hilfreich, weil ansonsten wird man, wenn man immer auf nächste Seite klickt, wie wild durch die Gegend geführt und weiß gar nicht, wo bin ich denn jetzt eigentlich dran. Also man sieht schon, ich muss hier jetzt erstmal die paar allgemeinen Angaben machen und dann springen wir in die Anlage Grundstück und da erfassen wir dann die Daten von dem Grundstück selbst. Fangen wir mal an. Ich müsste jetzt als allererstes die Steuernummer bzw. das Aktenzeichen angeben. In Rheinland-Pfalz wäre das das sogenannte Einheitswertaktenzeichen. Also ich würde auf Aktenzeichen klicken, würde sagen Rheinland-Pfalz. Und jetzt könnte ich hier ein Aktenzeichen angeben. Das ist ein ganz langes Aktenzeichen, eine ganz lange Nummer. Weil das ja hier ein fiktiver Fall ist, habe ich jetzt kein echtes Einheitswertaktenzeichen vor Ort. Du müsstest das dann ausfüllen. Ich gehe jetzt einfach mal direkt auf die nächste Seite. Er sagt mir jetzt, Achtung, hier ist noch ein Fehler, du hast das Aktenzeichen nicht ausgefüllt. Ich sage später korrigieren, weil ansonsten komme ich hier aus diesem Formular gar nicht mehr raus. Dann kommt Teilbereich 2, Lage des Grundstücks. Ja, ist auch entspannt, einfach die Angaben angeben, wo das Grundstück denn jetzt liegt. Hier muss man jetzt die einzelnen Gemarke und Flurstücke angeben. Auch dazu, das steht in der Regel auf dem Brief drauf, den du von dem Finanzamt bekommen hast, wo schon so ein paar Infos stehen. Da steht das Einheitswertaktenzeichen, Flurstücknummer und der Bodenrichtwert. Würde ich jetzt hier auf Plus gehen und würde das entsprechend auch hier dann eintragen. Ja, einfach abschreiben aus diesem Finanzamtsbrief. Dann nächste Seite, hier muss ich angeben, wem gehört denn jetzt das Grundstück? Ja, wenn das mir alleine gehören würde, würde ich anklicken, Alleineigentum einer natürlichen Person. Wenn das Ehegatten sind, drückt man die Ehegatten rein. Und hier kann man jetzt die einzelnen Beteiligten, also beispielsweise Mann und Frau, oder kann ja auch sein, das Grundstück gehört einer GbR, einer Erbengemeinschaft, was auch immer. Das könnte man jetzt hier alles eintragen. Da würde man jeden einzelnen Eigentümer und Beteiligten hier entsprechend erfassen. Dann gehen wir auf nächste Seite, Grundsteuerbefreiung, Grundsteuervergünstigung. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, die meisten Grundstücke sind steuerpflichtig, haben keine Grundstücksbefreiung. Hier könnte man jetzt noch irgendwelche ergänzenden Angaben treffen, also hier hätte man jetzt einen Freitext zur Verfügung, wenn man der Finanzverwaltung irgendetwas mitteilen möchte.
Und die Punkte 7 und 8, die brauchst du eigentlich nur, wenn du einen Steuerberater hast und der den Steuerbescheid bekommen soll. Lassen wir jetzt auch mal außen vor. Und damit ist im Prinzip dieser Hauptvordruck dann schon ausgefüllt. Dann geht es auf die Anlage Grundstück. Und da geht es jetzt los, Angaben zur Grundstücksart. Und wir haben uns ja eben den § 249 Bewertungsgesetz angeschaut. Da standen die ja alle drin. Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Mietwohngrundstück und so weiter. Und hier müssen wir uns jetzt festlegen, was ist das denn? In meinem Fall ist das eindeutig ein Einfamilienhaus. Also klicke ich Einfamilienhaus an. Wenn du einen Spezialfall hast, dann schau mal in den 249 Bewertungsgesetz rein, unter welche der Nummern das am besten passen könnte. Man findet hier übrigens auch immer diese Fragezeichen und dann sieht man hier auch in einer Hilfeleiste von Elster auch die Definitionen, so wie sie auch im Gesetz stehen, im 249 steht das dann hier auch nochmal drin. Also da kann man im Zweifel sonst auch immer mal schauen, was sagen denn diese Hilfsreiter, wenn man nicht weiterkommt. Dann gehen wir auf nächste Seite. Grundsteuerbefreiungen, auch hier haben wir wieder nichts. Ja, das wäre, wenn ich ein gemeinnütziger Verein bin, ich nutze das für steuerbegünstigte Zwecke oder so, dann kann es sein, dass ich von der Grundsteuer befreit bin. Als Privatperson haben wir das nicht. Das heißt, die Punkte 2 und 3 können wir im Prinzip komplett überspringen und gehen direkt auf die Angaben zum Grund und Boden. Damit ist jetzt das Grundstück gemeint. Also hier muss jetzt die Grundstücksfläche rein und der Bodenrichtwert. Da hatten wir in unserem Beispiel eben 1000 Quadratmeter Grundstücksfläche und wir hatten 100 Euro pro Quadratmeter Bodenrichtwert. Ich klicke auf OK und das war es im Prinzip. Ja, wenn man das jetzt hochrechnet, 1000 Quadratmeter mal der Bodenrichtwert, würde man eben auf 100.000 Euro kommen. Das wäre jetzt der Grund- und Bodenwert. Und zu diesem Grund- und Bodenwert wird dann später der Gebäudewert, den wir jetzt gleich auch eingeben, separat draufgerechnet. Und das ergibt dann den gesamten Grundbesitzwert. Heißt, damit wäre es schon getan. Wenn das jetzt ein unbebautes Grundstück wäre, könnten wir jetzt auch fertig sein. Wir müssen aber ja hier noch das Gebäude eingeben. Und wenn du jetzt auf diesen Reiter guckst, siehst du, es gibt die Reiter 5 und 6, Wohngrundstücke zum Ertragswert, nicht Wohngrundstücke zum Sachwert. Also da sind wir genau im § 250 Bewertungsgesetz, den wir uns eben angeschaut haben, wo wir gesehen haben, okay, manche Gebäudearten werden nach dem Ertragswertverfahren bewertet, also renditebasiert, andere werden mit dem Sachwert, also mit ja, quasi den Herstellungskosten, mit den typisierten Herstellungskosten bewertet. Weil im 250 Bewertungsgesetz drinsteht, dass wir ein Einfamilienhaus haben, wären wir im Ertragswert drin, bräuchten uns den Sachwert also nicht anzuschauen. Wir müssen uns also für eine dieser beiden Varianten entscheiden. Wir können nicht beide ausfüllen. Auch hier wieder ein Fragezeichen. Da steht wieder ein kleiner Erläuterungstext. Hier fügen wir jetzt erstmal ein Gebäude hinzu. Ja, also Gebäude hinzufügen. Und dann gibt es auch da wieder einzelne Teilseiten, in die man dann unternavigiert. Sieht man hier auch wieder die entsprechende Hierarchie und Struktur. Allgemeine Angaben. Wir müssen uns entscheiden, war das vor 1949 bezugsfertig oder danach. Wenn danach, müssen wir das Baujahr angeben. Warum ist das so? Naja, wenn ich vor 1949 bezugsfertig war, dann spielt es keine Rolle mehr, ob es 1930 war, ob es 1915 war. Das Gesetz nimmt dann die gleichen erzielbaren Mieten an. Deswegen muss man für Zeiten vor 1949 das Ganze nicht weiter unterscheiden. Ab 1949 muss man eben das Baujahr angeben und je nachdem, in welchem Baujahr ich drin bin, habe ich eben eine entsprechende Miete. Also da gibt es im Bewertungsgesetz Anlagen, da steht drin ein Einfamilienhaus mit dem und dem Baujahr. Damit kann ich typisiert betrachtet die und die Miete erzielen. Das sind also pauschale Sätze, damit es da nicht zu viel Spekulationsspielraum gibt. Wie viel Miete kann ich jetzt mit einer Immobilie verdienen. Bei uns war das Baujahr 1995, ich würde also dann hier 1995 eingeben. Wenn ich eine Kernsanierung gemacht habe, müsste ich das hier auch entsprechend angeben. Abbruchverpflichtung müsste ich auch angeben, haben wir jetzt in dem Beispiel alles nicht. Also nächste Seite. Jetzt muss ich sagen, wie viele Garagen- und Tiefgaragenstellplätze gibt es denn? Ich würde sagen, es gibt 2 in unserem Einfamilienhaus. Steuerbefreiung nicht vorhanden, Steuerbegünstigung nicht vorhanden. Also wieder nächste Seite. Angaben zu Wohn- und Nutzflächen. Da wird jetzt hier unterschieden, Wohnungen mit einer Wohnfläche unter 60 Quadratmeter und Wohnungen mit einer Wohnfläche von 60 bis 100 Quadratmetern und über 100 Quadratmeter. Auch das hängt wieder damit zusammen, dass das Gesetz in den Anlagen
je nachdem, wie groß die Wohnung insgesamt ist, unterschiedliche Quadratmeterpreise annimmt. Deswegen wird das hier entsprechend auch unterschieden. Also wenn man das Gesetz mal liest, dann versteht man, warum Elster Online diese Struktur hat. Aber ich habe es ja schon gesagt, es ist halt sehr technisch. Also man muss da einmal durchgestiegen sein. Hier muss ich sagen, wie viele Wohnungen mit einer Wohnfläche von 100 Quadratmeter und mehr gibt es? Eine, ist ja nur ein Einfamilienhaus, hat also nur eine Wohnung. Mit einer gesamten Wohnfläche von 150 Quadratmeter waren das in unserem Beispiel. Steuerbefreiungen, Steuerbegünstigungen gibt es hier in dem Sinne nicht. Es gibt auch keine weiteren Wohnräume, die nicht oben erfasst wären. Also kann ich auch schon wieder auf nächste Seite drücken. Musste jetzt von den ganzen Feldern im Prinzip nur zwei Angaben machen. Die Kunst ist immer, bei einer Steuererklärung zu wissen, welche der zwei Angaben man auf welcher Anlage machen muss. Das ist so die große Kunst. Bei Mietwohngrundstücken, weitere Nutzflächen, die keine Wohnflächen sind, brauchen wir hier nicht. Wir haben kein Mietwohngrundstück und damit ist im Prinzip das ganze Thema auch schon abgeschlossen. Also hier die Nummer 6, nicht Wohngrundstücke zum Sachwert, habe ich eben schon gesagt, schließt sich gegenseitig aus. Zusätzliche Angaben bei Wohnungs- und Teileigentum. Wir haben kein Wohnungs- oder Teileigentum, wir haben ein Einfamilienhaus und Erbbaurecht. Gebäude auf fremdem Grund und Boden haben wir hier auch nichts mehr zu tun. Ich könnte jetzt also direkt auf Prüfen gehen. Und jetzt sehe ich hier in der Seite, es gibt natürlich viele Fehler. Es liegt bei mir jetzt daran, dass ich die ganzen allgemeinen Angaben nicht gemacht habe. Ich habe kein Einheitswert Aktenzeichen angegeben, keine Steuernummer, weil das eben ein rein fiktiver Fall wäre. Wenn du das jetzt alles ausgefüllt hättest, dann würde hier soweit auch kein großer Fehler mehr kommen. Zumindest mal diese ersten Fehler würden hier diese drei Fehler würden nicht kommen. Die anderen gucken wir uns jetzt mal an. Vielleicht kommen die bei dir auch. Gehen wir es mal durch. Die Art der wirtschaftlichen Einheit wurde nicht angegeben. Wenn man hier drauf drückt, kommt man direkt an die passende Stelle. Aha, hier hat er also einen Fehler. Art der wirtschaftlichen Einheit. Okay, wir müssen sagen, unbebautes Grundstück, bebautes Grundstück oder Land- und Forstwirtschaft ist natürlich ein bebautes Grundstück. Dann drückt man wieder auf Alles prüfen. Die anderen Fehler, die jetzt hier kommen, die kommen auch alle nur deshalb, weil bestimmte Angaben nicht ausgefüllt wurden, weil es hier ein fiktiver Fall ist. Wenn du das für dein Grundstück machst, hättest du diese Sachen beim Durchgehen der Formulare eingegeben. Dann wären also auch die anderen Fehler weg. Deswegen machen wir da einen Haken dran. Dann würde hier stehen, es sind keine Fehler mehr vorhanden. Du könntest auf Weiterklicken, auf Versenden des Formulars, würdest die ganze Steuererklärung nochmal in Formularform sehen, könntest sie nochmal anschauen. Könntest dann mit einem Button die Erklärung elektronisch übermitteln und dann wäre das Thema erledigt. Also du siehst, für ein Einfamilienhaus, wir haben jetzt nicht so viele Angaben gebraucht, die wir eintippen mussten. Es ist nicht so schwer und die ganze Berechnung, die dann hinten dran hängt, die wird dann später von Seiten des Finanzamts gemacht. Da gibt es eben feste Sätze im Gesetz. Wie hoch ist die Miete, abhängig vom Baujahr, abhängig vom Gebäudetyp und so weiter. Und viel mehr gibt es da in dem Sinne auch nicht zu machen. Es ist also hauptsächlich eine Arbeit, die Daten dort zu erfassen. Viel rechnen oder viel rechtlich auseinandernehmen müsste man dort jetzt nicht. Das war er. Unser Einstieg in die Grundsteuern mit einem passenden Beispielsfall. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like und auch ein Abo da. Was denkst du über die Grundsteuererklärung? Hast du deine eigene Erklärung vielleicht schon gemacht? Schreib doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf deine Antwort. Bis bald, dein Ken.